Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Wintermute. Ich muss jetzt wieder mal kurz gucken, wie das hier alles so aussieht, wie der Stand der Dinge ist. So gut geht es uns gerade irgendwie nicht, aber ich hatte geschlafen. Ich würde mal nochmal schnell 2 Stunden schlafen, um noch ein bisschen mehr Leben zu regenerieren. Und dann war, glaube ich, das Ziel, zu den Holzfällerhütten zu kommen. Zum Holzfällerlager. Auf dem Weg dahin wahrscheinlich noch ein bisschen Bärenfleisch mitnehmen. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das wollten oder erstmal hier ausruhen und dann immer mal wieder dahin gehen. Und auch hier Hinks Luke wollten wir aufsuchen. Gucken wir mal. Ja, es wird auch gleich wieder Nacht. Ein bisschen was zu essen haben wir noch bei uns. Wenn er ein Pferd essen möchte, kriegt Will einen Wolf sozusagen. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch Richtung Holzfällerlager. Ich müsste auch noch mal gucken. Waffenmäßig sieht es, glaube ich, gar nicht mehr so gut aus. Oh, ich glaube, ich habe endlich mal die Schussanzeige verstanden da oben. Ich glaube, wir haben noch ein paar Schuss. Da steht zwar eine Null, aber das sind so Hüllen gezeichnet und ein paar sind ausgegraut und ein paar sind hell. Das heißt, wir müssten noch ein paar haben. Ich kann es jetzt nicht nochmal zeigen, wahrscheinlich nur, wenn ich die Waffe wegstecke und dann nochmal ziehe. Aber wir müssten noch, ich habe jetzt nicht so schnell gucken können, 5 oder 6 Schuss haben wir wahrscheinlich sogar noch. Okay, jetzt haben wir auch wieder Gegenwind. Wir haben wieder Gegenwind, so rum, ja, ordentlich sprechen. Das heißt, wir kommen nur sehr schleppend voran. Aber besser schleppend als gar nicht. Okay, hier sind wir dann auch schon bei der Rodungsfläche. Ausschau halten, ob wir Wölfe sehen. Das sollten wir nach Möglichkeit vermeiden. So, ich renne hier doch mal. So, also da gibt es dann auch noch den Bärenkadaver. Diesmal haben wir ihn gleich finden können. Vom Wolf gibt es hier den Wolfspelz. Wir könnten ja mal gucken, ob wir uns irgendwie doch mal so einen Wolfspelzmantel oder so machen könnten. 2 Stunden bräuchten wir, um das auseinanderzunehmen. Die Zeit habe ich jetzt natürlich nicht. Ich würde mir dennoch 40 Minuten mal noch 2 Kilo Wolfsfleisch mitnehmen. Bärenfleisch mitnehmen. Na? Dass wir dann doch noch einen kleinen Vorrat haben. So, und dann, wenn wir im Holzfällerlager angekommen sind, heilen wir uns erstmal wieder hoch. Gucken, ob die Aurora vielleicht schon kommt nächste Nacht. Es ist ja bald wieder dunkel. Und dann schauen wir weiter. Also, wenn wir noch mehr Zeit verbringen müssen, um auf die Aurora zu warten, würde ich halt auch gucken, dass wir mal den Bären ordentlich zerlegen. Dass wir die Fleischsäcke sozusagen im Holzfällerlager parat haben und uns davon immer nähren können. Ja, also, das wäre so der Plan. Und ansonsten, wie gesagt, gucken wir mal, was es in Hinks Luke zu finden gibt. Da bin ich mir eigentlich auch sicher, dass wir da vielleicht auch Nahrung finden könnten. Ja, Will muss ich hier erstmal wieder vorwärts schleppen. Mittlerweile wissen wir ja, dass es ein ganz schönes Weichei ist. Ja, seht ihr, er kann jetzt seine Füße nicht spüren, der feine Herr. Warte mal, bis mal wieder ein Wolf drin rumnagt, dann spürst du sie mit Sicherheit. Okay, gleich sind wir am Holzfällerlager.
Wie gesagt, es sind hier auch drei Hütten. Oder haben wir ja schon festgestellt, gibt es hier drei Hütten. Eine davon ist noch abgeschlossen. Da haben wir auch noch keinen Schlüssel dafür gefunden. Da frage ich mich, ob man den noch finden wird oder ob wir irgendwie doch was übersehen haben. Okay, wir sind jetzt erstmal hier. Können uns aufwärmen, hochheilen und dann sollte das alles kein Problem sein. Oh, ich sehe gerade, der Bär liegt schon eine ganze Weile da, dass das hier inzwischen verdorben ist, das Bärenfleisch. Also das müsste man ganz, ganz schnell wahrscheinlich noch braten oder garen, um zu hoffen, dass es dann noch eine gute Qualität bekommt. Das legen wir jetzt ab, damit das noch ein bisschen trocknet, genauso wie der Wolfspelz. Und dann hoffe ich mal, dass man daraus auch mal irgendwie ein was herstellen kann. Ich schau mal hier bei den Blaupausen. Naja, dann bräuchte ich eine Schmiede, um da bestimmte Sachen herstellen zu können. Also manche Sachen kann ich halt auch so herstellen und für andere wiederum braucht man dann doch noch irgendwie eine Werkbank oder eine Schmiede. Okay, ich esse jetzt hier dieses Wolfsfleisch noch und dann würde ich mal mich hinlegen. Erstmal nur 2 Stunden, damit ich sehe, ob in dieser Nacht die Aurora vielleicht schon auftaucht. Mal gucken. Hier drin sehe ich jetzt keine Lichterflacken. Wir gehen mal kurz vor die Tür. Einfach um zu sehen. Aber es ist einfach nur eine sternenklare Nacht. Keine Aurora. Dann können wir auch noch ein bisschen länger schlafen. Guck noch mal 2 Stunden. Dann ist auf jeden Fall Mitternacht. Ja, so ziemlich genau Mitternacht. Da würde ich auch noch mal schnell gucken gehen. Weil ich halt nicht genau weiß, zu welcher Uhrzeit die Aurora beginnen würde. Aber da ist derzeit keine da. Also in dieser Nacht passiert es auch noch nicht. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich bis zum Morgengrauen schlafen. Also mal so 6 Stunden. So, das Schwarzbärenfleisch ist jetzt kaputt, wie hier dasteht. Also vergammelt. Also das kann man dann auch nicht mehr zu sich nehmen. Okay, das ist natürlich schade, aber nicht zu ändern. Also dann müsste ich gucken. Getting kind of thirsty. Trinken ist auch nicht mehr so viel da. 0,04. Das hat uns jetzt natürlich nicht viel gebracht, ne? Das ist klar. Das leg mal ab. Dass wir gar nicht in die Versuchung erst geraten, das essen zu wollen. Ich muss jetzt mal sehen. Feuermittel. Brandbeschleuniger, Holz, ist nicht mehr so viel da. Bevor ich jetzt den Bären noch weiter ausnehmen kann, muss ich mir tatsächlich was zu trinken herstellen. Das ist natürlich blöd. Da verschwende ich im Prinzip Feuer, wenn ich nichts zum Abkochen habe. Deswegen, also den Brandbeschleuniger würde ich jetzt gar nicht nehmen wollen. Dann nehme ich das Zedernholz. Zunder haben wir auch gar... doch, haben wir. Okay, gut. Also, dann machen wir jetzt hier schnell das Feuerchen ohne Brandbeschleuniger. Kochen uns Wasser ab. Dass wir was zu trinken haben, um dann auch in Ruhe nochmal den Bären auseinander oder zu zerlegen zu können. Aber Wasser brauchen wir da auf jeden Fall.
Denn wenn das 2 Stunden dauert, den Bären zu zerlegen, dann würden wir in der Zeit wahrscheinlich verdursten. So, das brennt jetzt 1 Stunde. Ich würde dann doch mal hier noch was nachlegen, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe, Wasser zu schmelzen oder Schnee zu schmelzen und Wasser zu kochen. Mach dann mal 2 Liter wieder. Denn wenn er jetzt schon so durstig ist, trinkt er ja eh schon wieder einen halben Liter weg. Okay, und ja, ansonsten gibt es nichts. Ich würde mal die Fackel gleich nehmen. Und wie gesagt, dann was trinken. Und dann ziehen wir mal los zurück zum Bärenkadaver und versuchen da noch ein bisschen was davon zu retten. Naja, wir rennen erstmal ein Stück, dann kannst du auch was essen. Ja, aber muss sich ja auch lohnen, da was zu essen. Man muss sich das verdienen. Ja, erstmal ein Stück rennen und dann darfst du was essen, Höhle. Ohne Fleiß kein Preis, heißt das ja immer so schön. Und dann würde ich wirklich probieren, den Bären zu fütteln. Also nicht, dass man einfach nur das Fleisch ernten, sondern dass man halt wirklich zerlegen, die 2 Stunden, das müsste man auch gut durchhalten in unserem jetzigen Zustand. Dass wir da nicht gleich erfrieren oder was weiß ich, verhungern, verdursten. Es sei denn natürlich, uns greift vorher wieder irgendwie was an. Dann könnte das schief gehen. Aber es sieht derzeit eigentlich gut aus. Recht friedlich hier in der Gegend. So, nur wieder unseren Kadaver finden. Also nicht unseren, aber den vom Bären. Jetzt sehe ich ihn wieder irgendwie überhaupt nicht. Oder vergammelt er dann auch mit der Zeit? Das wäre natürlich doof. Unser schöner Plan wäre dann zunichte gemacht, aber ich sehe ihn jetzt wirklich nicht. Ist schon wieder vorbeigerannt und ist er jetzt wirklich weg. Also, da ist er nicht. Ich dachte, der wäre immer hier gewesen. Verdammt, da kann man ruhig auch mal die Fackel wegwerfen vor Wut. Am Ende verschwindet der wirklich mit der Zeit. Also das Bärenfleisch selber war ja vergammelt, was wir schon mal geerntet hatten. Oh, das ist natürlich nicht gut. Unser schöner Plan wird so natürlich völlig zerstört. Da haben wir jetzt gar nichts zu essen mehr. Das ist natürlich doof. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passieren kann. Okay, dann bleibt uns eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir müssen heute sofort noch zu Henks Luke. Und gerade jetzt kommt natürlich der Schneesturm. Hallo, dieses Spiel, das ist manchmal so gemein. Okay. Ich guck mal schnell hier, wenn ich mich hier hinhocke. Es ist auch nicht wirklich windgeschützter. Ich möchte mal schnell auf die Karte gucken. Also wir müssen am Holzfällerlager auf jeden Fall vorbei und dann fast bis vor an die Schienen, um dann dort hier abzubiegen ins Gebirge. Also es ist schon ein kleines Stückchen Weg. Aber hier bei dem Sturm brauche ich dann eigentlich auch nicht gehen. Da erfriere ich nämlich. Das heißt, ich gehe erstmal zurück in die Hütte. Und hoffe, dass der Sturm schneller vorbeizieht, als wir verhungern. Ach, das ist ja wieder mal so blöd. Das hätte ich nicht gedacht, dass man nur begrenzt Zeit hat,
den Kadaver da noch zu plündern, sozusagen. Ich dachte halt, ja, dass er immer weiter gefriert und man vielleicht länger braucht, um ihn auseinanderzunehmen. Denn eigentlich, wenn er gefriert, dürfte er ja auch nicht vergammeln. Hätte ich gedacht, ja. Aber offensichtlich ist das Spiel dann doch ein bisschen ausgeklügelter, was das angeht. Gemeiner, legt uns mehr Stolpersteine in den Weg. Aber wir müssen auf jeden Fall erstmal ins Warme zurück. Ich glaube, auch wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Will nicht sonderlich gut angekleidet. Das heißt, er friert auch schneller. Also Schuhe dürfte er, glaube ich, gar keine haben. Okay, also schnell zurück ins Warme. Huf, Wohnwagen. Okay. Das ist natürlich doof. Wir haben wirklich nichts mehr zu essen. Kleidung. Ja, also da haben wir, wenn ich das hier mir so angucke. Im Prinzip eine Weste, zwei Pullis, eine Hose, eine Unterhose und zwei Paar Socken. Wir haben weder Handschuhe, noch eine Mütze, noch Schuhe. Also das ist schon... Und die Sachen sind jetzt hier natürlich auch nass, 40%. Wahrscheinlich könnte ich die hier auch ausziehen, dass sie trocknen. Das würde wahrscheinlich helfen. Ablegen. Ablegen. Und ablegen. Dann müssten die hier trocknen, theoretisch. Ich würde mich auch mal ein bisschen hinlegen, vielleicht 2 Stunden. Da ist das Unterkühlungsrisiko schon mal geheilt. Wir haben auch einen Speicherpunkt. Erfrierungsrisiko ist geheilt. Ja, und ein bisschen... Also die hier ist zum Beispiel offensichtlich schon getrocknet. Also die Cargohose ist noch nass, die Wollsocken scheinen auch trocken zu sein. Ja. Okay. So. Dann müssen wir halt nur noch auf die Hose warten. Vielleicht schlafe ich da noch mal 2 Stunden. Dann dürfte die auch schon wieder ein bisschen trockener geworden sein. Draußen höre ich es allerdings immer noch stürmen, was nicht so erfreulich ist. 21% nass. Na gut. Dennoch, wenn ich sehe, wir sind bald wieder am Verhungern, würde ich sagen, ich werde das gar nicht mehr so lange hinauszögern. Vielleicht gehe ich dann noch mal 1 Stunde oder so schlafen. Und dann gehen wir doch mal zu Hanks Luke und schauen, was wir da finden können. Aber das in der nächsten Folge. Für heute sage ich erstmal wieder Tschüss. Und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.